Hallo, also wie man ja auch hört, bin ich heute leider ein bisschen angeschlagen und ja, deswegen machen wir heute kein so intensives Workout. Was heißt nicht so intensiv? Es ist kein so intensives Cardio-Workout. Es geht auf den Oberkörper, vor allem auf unsere Bauchmuskeln und ist eben mehr ein Krafttraining. Natürlich ist trotzdem immer ein bisschen Cardio mit dabei. Aber ich werde einfach schauen, dass ich es nicht übertreibe. Ich werde jetzt nicht unbedingt versuchen, meine Zeit zu schlagen, sondern werde einfach das Workout machen, so gut wie möglich, aber ohne mich dabei zu übernehmen. Also leider gehen wir auch zurück zu einem etwas älteren Workout. Das ist die Nummer 41 heute. Aber beim nächsten Mal gibt es wieder ein neues, tolles Workout und da könnt ihr mich dann wieder in voller Härte erleben. Ja. Dann wünsche ich euch trotzdem viel Spaß beim Workout und gebt euer Bestes. Lift. So viel zum Thema ohne Cardio. Thank you.
Ich glaub's ja nicht. Soll ich mal grad schauen? Unglaublich. Also, obwohl ich jetzt nicht wirklich versucht habe, meine Zeit vom letzten Mal zu schlagen, ist es mir dennoch gelungen. Zwar nicht so viel, aber ich bin doch sehr, sehr stolz, denn obwohl ich krank bin, habe ich es geschafft. Sehr schön. Tja, und der Vorsatz, doch etwas langsamer bei dem Workout zu machen, ist mir leider nicht ganz geglückt, aber das ist dann wahrscheinlich so der Trainingswahn, den wir haben. Krank, aber trotzdem Sixpack haben wollen. So, und wenn ihr auch ein Sixpack haben wollt, dann versucht es mal mit diesem Workout. Es ist wirklich ganz toll und es gibt immer eine Variation für Anfänger, sodass ihr immer mit einsteigen könnt. Egal, ob das wirklich das erste Workout für euch ist oder ihr eben schon fortgeschrittener seid. Gebt dem einfach eine Chance, fangt an und ja, ich bin auf jeden einzelnen von euch stolz. Viel Spaß beim Workout und bis zum nächsten Mal, hoffentlich wieder gesund. Ciao Leute!